So, guten Morgen, es ist arschkalt, Nebel, überall Nebel und die Sonne. Jetzt habe ich hier meinen Rucksack, da habe ich nämlich schon die ersten Testfotos gemacht und es lohnt sich. Deswegen Rucksack mit, Kamera mit und dann gucken wir mal, was der Nebel so zu bieten hat. Und der einzelne Baum da, der Baum, Nebel und Sonne. Müssen wir einmal kurz darüber. Umso schneller, umso besser. Hui. Ha. Guten Morgen. Da hinten ist eine Tasche und ein Ding von mir. Wollte ich nur Bescheid sagen. Das steht da mitten auf dem Weg. Nee. Aber vielen Dank. Schönen Tag hier noch. So. Jetzt kann man hier sehen, wie der Nebel und die Sonne gerade wunderschön zusammenspielen. Ich habe auch immer meine Teleshots jetzt. Vielleicht von noch weiter hinten. Mehr Kompression. Glaube ich aber eher weniger. Aber vielleicht. Doch, das könnte. Geil. Und jetzt wechseln wir das Objektiv und nehmen erstmal 35 und danach dann würde ich sagen, gehen wir auf 14 mm. Also gerade erstmal gucken wir mal, wie das aussieht mit. Mit 35 mm. Dann würde ich aber näher hingehen. Geil. Dieser Blick ist ja mal episch. Wow. Das ist ein schöner Anblick. Richtig toll. Ich mag den Anblick gerade. Einfach nur schön. Ich hoffe, ich habe das gerade. So. Aber nur ein sehr, sehr schöner Anblick. Und jetzt 14 mm. Wohl. Ich gehe noch einmal gerade runter. Oh ja, die Perspektivveränderung nach unten hat doch nochmal genützt. Ach du Scheiße. Gefällt mir das gerade. Das ist Kunst. Das ist geil. Jetzt einmal 14 mm und wir sind durch hier. Wow. Ist das schön. Die Natur kann so schön sein. Okay. 35 fertig, 14 mm. Okay, die haben wir hier. Gehen wir mal auf Blende 8 und gucken wir mal, was 14 mm so uns jetzt bringen. Oh ja, ist das ein Look. Was kann man sich denn Schöneres vorstellen als das hier am Morgen? Nichts. Ich gucke einmal kurz durch. Den Fokus gerade manuell ziehen.
Okay. Ich glaube, da ist der Fokus. Aber wir müssen näher ran, weil 14 mm echt sehr weit sind. Das sieht auch gut aus, wie das Rad. So. Wir müssten hier hin. Ja, okay, ich schaff's. Wir können noch näher ran. Traumhaft. Schön. Ich glaube, 35 haben mir hier besser gefallen. Aber egal, es ist einfach nur schön zum Anschauen. Wow. Okay. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, jede Brennweite hat hier so ihre schönen Seiten. Einmal 70 mm, einmal 200. Einmal 35 und einmal 14. Oh, ist ja schön hier. So. Wie spät ist es? 8.25 Uhr, okay. Ja, heißt wohl, wir sind jetzt mal durch hier. Gerade als ich gehen wollte, habe ich noch diese Spinnennetze da gesehen. Und mit dem 70-200 kann man ja eigentlich ein Spinnennetz hier ranholen, wenn ich jetzt finden würde. Da ist eins. Sehr cool. Mal gucken, was wir noch finden werden. Ach, ist ein schöner Morgen. Ich hoffe, meine Tasche ist da hinten noch. Die habe ich da hinten stehen lassen. Um Gottes Willen, bitte sei noch da. Also ich muss schon sagen, Nebel ist so eins meiner Lieblings-, also einer meiner Lieblingswetterlagen. Wenn man das so nennt, nennt man das so? Ich benenne es jetzt einfach so. Ist mir egal, ob das richtiges Deutsch ist oder nicht. Meine Lieblingswetterlage, Nebel. So, hier. Ich glaube, ich kann auch noch irgendwie ein schönes Foto machen. Dem. Sieht interessant aus. Okay. Spinnennetze. Okay. Nee, ist nicht so das Richtige, weil das ich gerade. Da ist es. Da ist ein schönes Spinnennetz dabei. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Wow. Einfach nur genial. Oh, hier gibt es ein Auto. Rechts von mir. Okay. Genau da liegen meine Sachen, wo das Auto auch gerade ist. Oh, das finde ich ja interessant. Das Konstrukt hier gerade. Ein ganzes Wirrwarr aus verschiedenen Spinnennetzen. Okay. Oh wow. Die Sonne und der Nebel. Hier haben wir wieder so geiles Licht, das durchfällt.
Ich glaube, hier sieht man das auch gut. Wow. Geil. Ich glaube, ich mache noch mal ein Bild von hier. Das sieht einfach nur toll aus. Ich glaube, meine Sachen sehe ich da vorne sogar noch. Schwein gehabt. Hui. Ja, meine Sachen sind noch da. Oh, dieser Weg. Wenn jetzt eine Person langlaufen würde, wäre es genial. Aber man kann nicht alles haben. So, jetzt müssen wir hier einmal über den Bach rüber. So. Vergessen, das fließt nochmal hier lang. Brauch auch einen schönen Namen. Es ist die Furt. Die Furt fließt hier lang. Oh, Kühe. Mit dem Hund irgendwo da hinten. Normalerweise sind hier auch Rehe auf der Wiese. Ah, da spreche ich zu laut, weil ich rede gerade. Aber hier sind Kühe. Einfach so noch so einen Schnappschuss mitnehmen. Na, jetzt würde ich sagen, Richtung zu Hause. Können wir jetzt so. Ach, der Hund ist rechts von mir, okay. Wow. Dieses schöne Stück Natur hier. Oh, ein Kormoran. Da vorne fliegt er. So, auf dem Video sieht man es nicht. Oh, da ist ein Graureiher. Schade, er fliegt weg. Krieg noch ein Foto hin. Schade. Jetzt sitzt er da ganz hinten. Schade. Ich bin zu laut gewesen, aber der Blick ist noch schön hier. Den nehme ich noch mit. Ah, nicht mit Auto. Muss ich noch mal ohne machen. Das Auto müsste gleich weg sein. Jo. Okay. Oh, der Fischreiher guckt wieder. Okay, naja, er ist trotzdem zu weit weg. Ich könnte jetzt meinen Telekonverter rausholen. Aber mir ist zu kalt. Da kommt ein Fahrradfahrer. Den warte ich gerade noch. An der Fischreiher probiere ich nochmal. So, wenn der Fahrradfahrer da vorne lang fährt. Oh, die zwei Jogger sind auch geil. Nehme ich doch eher die gerade mit.
Ja klar. Gut. Guten Morgen. Schön heute, ne? Oh, wundervoll. Sie haben eben was verpasst. Ich glaub das, aber ich hatte gerade mein Auto weggebracht zur Inspektion. So früh. Ah. Wie das so spiegelt, ne? Nicht nur das, da hinten steht ein einsamer Baum. Ja. Und da ist der Nebel davor und die Sonne ist gerade durchgefallen. Ja. Ich kann Ihnen gerade ein paar Bilder zeigen. Ich mag auch sowas hier, ne? Also zwei Leute langlaufen, ja, genau. So mitten im Nichts. Ja, ja. Aber die Sonne gerade eben. War ein schönes Objektiv, ne? Wahnsinn. Das auch. Ich hab so eine alte Pentax, so eine, aber diese K10 oder wie heißt. Ja. Das sieht gut aus. Genau in die Mitte getroffen. Genau. Das gibt einen Poster. Ich hoffe. Schönen Tag noch. Gleichfalls, ne? Schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Danke. Ein Foto könnte das noch hier wert sein. So. Dann baue ich jetzt ab. Ich baue doch noch nicht ab. Ich zeige euch noch ein paar Bilder, die ich ganz am Anfang gemacht habe. Ich hoffe, euch haben die Bilder und das Video gefallen. Lasst ruhig eine Rückmeldung in den Kommentaren da. Das würde mich sehr doll freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.